Und wir beginnen mit einer Meditation. Und diejenigen, die auf dem Boden sitzen, ihr seid jetzt wahrscheinlich noch ganz, ganz wohl. Aber wenn es euch dann mal zu viel wird, setzt euch doch einfach dann, holt euch einen Stuhl, setzt euch wieder auf den Stuhl. Könnt ihr während des Wochenendes so ein bisschen wechseln, ne? Wenn es auf dem Boden unbequem wird. Jetzt habe ich zwar schon das Wort Meditation benutzt, aber eigentlich sind wir gewahr, spüren. Spüren unseren Körper oder besser gesagt noch die vielen Empfindungen, die sich dann nachträglich vielleicht zu dem Bild eines Körpers zusammensetzen, aber das auch gar nicht unbedingt müssen. Das heißt einfach spüren. Wie ist es jetzt gerade voll und ganz? Die Körperempfindung wahrzunehmen. Dabei geht es gar nicht so sehr darum, was wir spüren, sondern wie es ist, jetzt so lebendig das alles zu erleben. Schaut mal, ob ihr von den Fußspitzen, Fußsohlen bis zum Scheitel, bis in die Fingerspitzen, so jeden Bereich des Körpers mal kurz besucht und mit Gewahrsein ein wenig anregt. Wir bemerken dabei, dass dort, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, die Empfindungen stärker werden. Und das tut eigentlich ganz gut, jeden Bereich des Körpers morgens mal aufzusuchen und guten Morgen zu sagen. Und dann nehmen wir das Hören mit hinzu, deinem ganz wachen Körpererleben hören wir zugleich. Schaut mal, ob ihr ins Hörerleben gehen könnt, ohne das Körpererleben ganz zu verlassen. Vielleicht müsst ihr zunächst etwas pendeln zwischen dem Hören und dem Körper, aber dann setzt es sich zu einem ganzen, ganzheitlichen Erleben zusammen. Es gibt eine Brücke, die uns das erleichtern könnte, und zwar die Vorstellung, mit dem Körper zu hören. Ist natürlich etwas absurd vielleicht zunächst, aber es hat eine deutliche Auswirkung, wie wir hörend im Raum sind. Wenn wir mit dem Körper hören, dann hat es auch als Auswirkung, dass wir weniger darüber nachdenken, was wir hören. Wir hören unmittelbarer. Und auch die Stille können wir hören. Fühlen. Körperempfindung spüren, hören und jetzt nehmen wir noch das Sehen mit hinzu. Machen wir dasselbe wie vorhin. Während wir uns dem Sehen öffnen, bleiben wir mit dem Körpererleben verbunden und mit dem Hören. Und auch da können wir die Brücke nutzen, uns vorzustellen, wir würden mit dem Körper sehen. Wir können uns sogar vorstellen, wir würden mit dem Bauch sehen. Habt ihr das Geräusch gehört und mit dem Körper gespürt? Jetzt lade ich euch ein, die Situation jetzt hier, unser gemeinsames Sein im Raum, auch übers Riechen wahrzunehmen, körperliches Fühlen, Hören, Sehen, zu schmecken wird vielleicht nicht so viel sein, aber auch das ist möglich, dass wir noch einen Nachgeschmack im Mund haben. Wenn wir so den Raum wahrnehmen, versuch doch mal zu fühlen,
wie es hinter dem Rücken sich anfühlt. Die Wahrnehmung auszudehnen in den Bereich, der mit den Augen nicht zu sehen ist. Und lass die Wahrnehmung weitergehen als die Grenzen dieses Raumes. Nach oben, nach unten, rechts und links, vorne und hinten. Und gleichzeitig spüren wir den Körper. Und wir fühlen hin, wie geht es mir dabei? Welche Gefühle, Stimmung nehme ich wahr? Wie ist es zu sein? Jetzt hier. Gewahres Sein. Alle Sinne vollkommen offen. Denken, fühlen, wahrnehmen. Ohne dass wir es zu kontrollieren bräuchten. Bitte versucht nicht, euch selbst zu hypnotisieren. Bleibt ganz entspannt, ganz natürlich. Vielleicht mit so einer forschenden Grundhaltung. Forschend, neugierig. Wie ist es, so einfach zu sein? Und abschließend schaut nochmal, ob ihr unbewusst irgendwo Spannung aufgebaut habt im Körper, im Geist. Körper und Geist sind ja eigentlich eine Einheit. Wenn ihr Körperspannung aufbaut, bedeutet das, dass wir im Geist Spannung aufgebaut haben. Schaut mal, ob ihr in diesem wachen Sein ganz loslassen könnt, ohne jetzt auf irgendetwas mehr zu achten, gar nichts mehr beobachten, nichts mehr erforschen. Ja, guten Morgen alle miteinander. Das, was wir jetzt miteinander geteilt haben, ist eine Art Grundübung, die wir ja so benutzen können, um ganz grundlegend mit uns selbst in Kontakt zu kommen. Wenn es heißt, innehalten sei der erste Schritt im Arbeiten mit uns selbst und unserer emotionalen Verstrickung, dann ist mit ausführlichem Innehalten ist das gemeint, was wir gerade gemacht haben. Das ist kein Halten, sondern das ist ein zur Ruhe kommen, sich öffnen, alle Sinne öffnen, einfach alles wieder spüren. Weil wir durch emotionale Verstrickung uns nicht mehr ganz spüren. Da sind immer Bereiche ausgeblendet. Und was auch immer ihr jetzt für eine Entspannung spüren konntet, Öffnung spüren könntet, das ist so die Grundlinie. Die wird sich noch absenken, das wird noch entspannter, noch offener, noch weiter werden, aber wir brauchen alle unsere innere Orientierung. Wir brauchen etwas, so ein Gespür dafür, wie geht's mir eigentlich, wie bin ich, wenn ich so recht entspannt und offen da bin. Und dieses Gefühl hat sich vermutlich bei vielen von euch jetzt gerade eingestellt. Und es war nicht, indem wir irgendwas ausgeklammert hätten. Alles durfte sein. Wir haben sogar ganz bewusst jeden Sinn stimuliert.
Jeden. Überall haben wir das Gewahrsein hineingegeben und haben den Körper etwas intensiver als sonst gespürt, etwas intensiver gehört, etwas aufmerksamer geschaut, gerochen, was wir meistens noch vergessen. Das meldet sich dann immer erst, wenn es unangenehm wird oder sehr angenehm. Schmecken ist auch ganz wichtig. Und dann war diese Raumwahrnehmung auch einfach mal das Fühlen bewusst auszudehnen in das, was wir ohnehin unbewusst auch immer spüren. Wir haben unbewusst schon auch unsere Antennen nach hinten ständig. Ja, das ist nicht etwas, was wir bloß so als eine kleine Übung machen, sondern wir funktionieren ohnehin so. Wir haben das mal ein bisschen bewusster gemacht, haben dann nach oben, unten, rundherum ausgedehnt, um mal die ganze Umgebung auch so ganz bewusst reinzuholen. Und dann sind wir nochmal nach innen gegangen. Wie fühle ich mich? Wie geht's mir innerlich? Was für Gedanken tauchen auf? Nichts wurde ausgeklammert. Alles darf sein. Und dabei, ohne dass wir es groß angesprochen haben, waren wir in einer nicht wertenden Grundhaltung. Das war so unser, ohne dass es groß benannt wurde, war das unsere Grundstimmung. Und die wird einfach dadurch erzeugt, angeregt, dass die Frage nicht so sehr nach dem Was war, was erlebe ich, sondern wie erlebe ich's? Wie ist es, den Körper zu spüren? Wie ist es zu hören? Wie ist es zu sehen? Wie ist es zu sein? Und diese Frage nach dem Wie, nach der Qualität des Seins, die zieht unsere Aufmerksamkeit in diese Qualitäten des Seins hinein und die geht da nicht so sehr auf die Inhalte. Kann es doch völlig egal sein, ob es da über uns rumpelt und Leute da ihre Körperübungen machen oder ist ja, wir hören, wir nehmen wahr und sind einfach dabei, wie es ist, das zu erleben. Und so ist das bei allen Dingen, was für Geräusche auch da sind, was wir im Körper spüren. Immer wenn wir mit der Qualität des Seins verbunden sind, kommen wir aus dem bewertenden, analysierenden raus in das spürende, fühlende Sein. Und das tut uns sehr gut, weil das Analysierende, das haben wir viel stärker entwickelt. Das haben wir so stark entwickelt, dass wir manchmal meinen, da wäre irgendwas verkehrt damit. Ist es aber gar nicht. Ist nichts verkehrt damit. Es ist nur, dass es sich verselbstständigt hat. Dass wir analysieren und bewerten und einteilen und kategorisieren, ohne dass wir es eigentlich müssten, brauchen wir ja gar nicht die ganze Zeit. Das brauchen wir eigentlich nur, wenn wir etwas vorhaben. Wenn wir verschiedene Handlungsalternativen abwägen müssen, dann müssen wir analysieren, dann müssen wir Informationen aus der Umwelt verarbeiten und dann brauchen wir das. Aber im bloßen So-Sein darf das auch einfach mal schweigen, da geht's mehr ums Fühlen. Könnte auch sonst mehr darum gehen. Was ich euch vermitteln möchte, ist, dass es um einen Ausgleich geht. Es geht nicht darum, etwas, was wir bisher tun, irgendwie für schlecht zu erklären, sondern wir wissen ja, das hat sich ein bisschen verselbstständigt. So, Denken ist eine wunderbare Sache, ist vielleicht das größte Geschenk, was so dem Menschen mitgegeben wurde, dass wir so denken können. Und gleichzeitig verselbstständigt sich das ständig. Da denkt es in uns, obwohl wir gar nicht denken wollen. Wir wollen vielleicht gerade einschlafen oder die Ruhe genießen, aber es denkt einfach weiter. Und diese Verselbstständigung, die macht, dass uns das Denken dann sogar gegen unseren Willen in alle möglichen Sorgen auch reinziehen kann, in Annahmen über andere, über mich und eben halt auch mag ich nicht, Bewertungen, all das, was gar nicht immer zu sein braucht. Und wir steuern auch gar nicht gegen. Auch das haben wir nicht gemacht. Wir haben nicht gegengesteuert. Wir haben nur einfach unser Interesse dahin gelenkt, wo es uns mir jetzt gerade als Anleitendem wesentlicher und hilfreicher erschien. Und jetzt machen wir den nächsten Schritt, dass ihr überlegt, wo ihr euer Interesse hinlenken wollt in diesem Leben, auf welche Qualitäten ihr euer Aufmerksamkeit richten möchtet. Das ist für einige von euch eine Wiederholung, weil ich das in meinem ersten Kurs mit Aishen auch gemacht habe. Da haben wir, als wir uns darum bemüht haben, die eigene Herzenspraxis zu finden, damit angefangen zu schauen,
um welche Qualitäten geht es mir eigentlich im Leben? Was möchte ich leben? Wie möchte ich leben? Und das ist sowieso gut, das mindestens einmal im Jahr ein bisschen gründlicher zu machen. Und das machen wir einfach mal. Es ist gut, wenn ihr ein Blatt Papier dafür habt, wenn ihr einen Zettel habt, um das kurz mal einzuordnen, warum wir das machen. Wenn wir innehalten bei einer Emotion, in dem Innehalten soll ja unsere Neuorientierung oder Reorientierung stattfinden. Dann müssen wir aber überhaupt wissen, wo wir lang wollen. Worum geht es mir eigentlich? Was ist mir eigentlich wichtig? Ja, du hast eine Frage? Frage nach. Ja, jetzt immer nicht. Das große Problem, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und wahrnehme, ja? Ja. Und genau in dem Moment, also mir geht es so, wenn ich lokalisiere ein Geräusch, ja, dann mitbekomme, genau in dem Moment geht meine Bewertung los. Geht sie sofort los. Sofort. Ja. Was tue ich dagegen? Gar nichts. Gar nichts. Es geht uns allen so. Ja, aber da geht doch meine Bewertung los und da will ich doch weg. Nein, nicht doch. Weg. Nein, nicht weg. Doch, du willst da weg. Alles in Ordnung. Darfst du weg. Viel Glück. Geht so nicht. Okay. Rennst du dir den Kopf ein, rennst du gegen die Wand, kriegst du noch eine dicke Beule. Geht nicht, geht nicht. Du kannst diese automatische Bewertung nicht einfach stoppen. Ja, das ist so tief in uns drin. Die können wir tatsächlich auf die Dauer entspannen, dass die gar nicht mehr so anspringen. Aber das mit dem Willen zu versuchen, nee, du wirst du dich total strapazieren. Die Bewertung wahrnehmen, das kannst du. Das kannst du sofort. Du hast sie wahrgenommen, deswegen sprichst du drüber. Okay, sie ist negativ. Was tue ich dagegen? Kein, nichts. Gar nichts. Gar nichts. Du nimmst sie als Bewertung wahr. Ja. Und regst dich nicht über die Bewertung auf. Okay? Das ist der nächste Schritt. Da kannst du ansetzen, weil im Moment nervt dich die Bewertung. Und damit verschlimmerst du die. Du hast die ursprüngliche Bewertung und du hast die Bewertung von dir als jemand Bewertendem. Das macht das Ganze noch schlimmer. Jetzt fangen wir mal da an. Wir rollen das von hinten auf. Das heißt, jetzt, wenn die Bewertungen passieren, werden viele noch kommen, wahrnehmen, ja, bewerten, einschätzen der Situation und wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Wie fühle ich mich jetzt gerade in dem Moment nachdem ich wahrgenommen habe zu bewerten? Und direkt wieder ins Spüren gehen, und wie fühle ich mich jetzt? Die Bewertung hinterlässt was, aber auch, dass du es gemerkt hast, bewertet, auch das hinterlässt was, und wie fühle ich mich jetzt damit? Und dann kommst du direkt wieder ins Spüren von jetzt gerade. Und das können wir, das können wir. Wir können vorwärts gewendet, können wir unser Interesse richten, aber rückwärts gewendet können wir nichts mehr ungeschehen machen. Vorwärts gewendet können wir immer schauen, ja, genau, das ist es. Und wie fühlt sich das jetzt gerade an? Und wenn das zu einem Reflex wird in uns, das können wir üben. Wie fühlt sich das jetzt gerade an? Und dann ist das Bewerten erstmal erledigt. Das springt auch gar nicht weiter an. Wir sind wieder im Erleben, im Wahrnehmen von dem, was ist. Das ist super. Ja, das ist die Lösung. Rückwärts gewendet, brauchen wir nichts. Und was jetzt gerade stattgefunden hat, das zu stoppen, geht auch nicht mehr. Aber durch dieses Interesse am Wie beginnen wir allmählich uns viel mehr für die Qualitäten des Seins zu interessieren. Und dann merken wir, dass die Bewertungen gar nicht so oft mehr anspringen. Aber nicht, weil wir sie irgendwie gegengesteuert hätten, sondern weil wir uns mehr für anderes interessieren. Und da haben wir, ohne zu kämpfen, haben wir unserem Leben eine andere Ausrichtung gegeben und kommen tatsächlich allmählich aus dem Bewerten raus. Aber ohne je dagegen angegangen zu sein. Und wir können immer noch bewerten. Und es ist ja auch wichtig zu wissen, ob ein Kaffee schlecht ist oder gut. Ne? Das ist richtig wichtig. Ich sage das mit einem gewissen Schmunzeln, weil wir müssen schon am besten beim ersten Schluck merken, ob uns dieser Kaffee auf die Magenschleimhaut geht oder nicht. Ne? Und das sind so, wir müssen uns orientieren, mit dem Bewerten ist gar nichts verkehrt, nur, dass es sich verselbstständigt hat. Und das können wir allmählich lösen, lockern, indem unser Interesse woanders hingeht. Das ist da, wo wir unser Leben in der Hand haben,
Wir haben das Leben durch eine einzige Fähigkeit in der Hand, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinschicken. Das ist die eine Fähigkeit, durch die wir unser ganzes Leben steuern. Wo lenke ich meine Aufmerksamkeit hin? Und ich möchte jetzt mit euch eine Übung machen, die euch dann helfen wird, zu wissen, in welche Qualitäten lenke ich meine Aufmerksamkeit. Okay? Darum geht es. Und darum geht es darum, zu spüren, zu fühlen, was mir im Leben am wichtigsten ist. Wo es wirklich drum geht. Und ich möchte, ihr habt noch keine Beispiele von mir gehört, also Qualitäten, das wäre natürlich, Klassiker sind natürlich Liebe, Mitgefühl, Weisheit und so weiter, aber ich möchte, dass ihr es viel feiner macht, viel persönlicher. Qualitäten, die euch besonders wichtig sind. Und ihr kennt den Unterschied zwischen einer Qualität und einem Projekt. Ne? Also zum Beispiel Liebe, liebevolle Zuwendung ist eine Qualität oder Liebe ist eine Qualität. Aber einen Partner zu finden ist ein Projekt. Okay? Versteht ihr? Es ist was anderes. Mit. Das ist auch eine Qualität. Also wie die Qualitäten ist die Eigenschaft, wie wir etwas, wie wir uns fühlen. Zum Beispiel Einfachheit, einfaches So-Sein ist eine Qualität, aber auf einen Meditationskurs gehen ist ein Projekt. Okay? Jetzt geht es nur um die Qualitäten. Um die Qualitäten des Seins. Und ich stelle euch so Fragen dazu und ihr notiert, ihr braucht auch gar nicht in Stress zu kommen, ihr könnt die vorhergehenden Fragen noch weiter beantworten, während ich schon bei der nächsten bin. Ich gehe dasselbe Feld mit verschiedenen Fragen durch und es geht immer um diese Qualitäten. Und ihr schreibt so viele auf, wie ihr wollt. Unzensiert, den Zettel wird niemand sonst in die Hand kriegen. Und die Top 10, die machen wir später, okay? Also, legt mal los. Worum geht's mir wirklich im Leben? Welche Qualität, welche Herzensqualitäten möchte ich wirklich entwickeln? Lasst es einfach fließen aufs Blatt. Welche Qualitäten möchte ich mit mir selbst entwickeln? Das heißt, wie möchte ich mit mir selbst umgehen? Die von euch, die ganz geschickt sind, die schreiben sich natürlich auch die Fragen auf, dann könnt ihr später darauf zurückgreifen. Welche Qualitäten möchte ich mit anderen entwickeln? Wie möchte ich mit anderen sein? Wie möchte ich in der Welt sein? In der Stadt, in den Wäldern, in den Wiesen, in den Bergen, am See. Welche Qualitäten lassen wir insbesondere in mir ein Gefühl von Lebensfreude und Vitalität entstehen? Welche Qualitäten lassen in mir ein Gefühl von Lebensfreude und Vitalität entstehen? Oder das Gefühl, wirklich ich selbst zu sein. Vielleicht gibt es ja auch Qualitäten, die schon fast so an die Tür klopfen, die so wie unter der Oberfläche spürbar sind und die jetzt gelebt werden möchten. Welche Qualitäten möchten gelebt werden? Habe ich das Gefühl, das würde richtig gut tun, wenn die mehr Raum kriegen würden. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre so ganz rund, so ganz ich selbst, wie fühlt sich das an? Jetzt stellen wir uns vor, dass wir in 10, 20, 30, 40 Jahren, 50 Jahren irgendwann mal sterben. Und wir haben so die Möglichkeit, einen langsamen Übergang zu vollziehen. Wir denken zurück über unser Leben. Und welche Qualitäten wären wir froh, verwirklicht zu haben? Welche möchten wir wirklich gelebt haben in diesem Leben, um das Gefühl zu haben, doch, dieses Leben, das hat sich gelohnt. Ich bin froh, weil das
Das hat sich zeigen können. Diese Qualitäten haben sich zeigen können. Für die war es wert, all die Mühsal auf mich zu nehmen. Eine ganz alte buddhistische Kontemplation angesichts des Todes. Was zählt eigentlich wirklich? Und es sind natürlich nicht die Projekte, sondern wie ich das Leben gestaltet habe, wie ich es gelebt habe, welche Herzensqualitäten da aktiv waren und welche liegen mir da besonders am Herzen. Das brauche nicht die meiner Partnerin, meines Partners zu sein. Welche liegen mir besonders am Herzen? So manche, die mir leicht fallen, die schreibe ich vielleicht gar nicht unbedingt auf, aber es gibt welche, von denen ich weiß, doch, da möchte ich Energie reinstecken. Das würde gut tun. Jetzt geht die Liste nochmal durch und unterscheidet mal vom Gefühl her, was die verschiedenen Stichworte bei euch auslösen. Da gibt es welche darunter, die habt ihr vermutlich so als Erziehungsmaßnahme für euch selbst geschrieben. Wenn ihr die lest, ist das ein anderes Gefühl als solche, wo euch, wow, wenn ihr das lest, da geht euch gerade alles auf. Da geht euch das Herz auf, da entsteht so eine Freude. Achtet mal darauf, wo euch besonders das Herz aufgeht, wo ihr besonders wie eine innere Begeisterung oder Freude findet, so dass ihr merkt, wow, ja, das macht richtig Spaß. Das ist so richtig. Da geht mein Herz wirklich auf und das ist kein Über-Ich-Programm, kein Elternprogramm, sondern das ist wirklich, was ich aus der Tiefe meines Seins leben möchte. Ich als ganzer Mensch. Und die kriegen dann irgendwie eine, vielleicht werden die unterstrichen oder die kriegen irgendwie ein Kringelchen dahinter oder was auch immer, dass ihr so ein bisschen merkt, boah, ja, das sind schon mal ganz wesentliche. Und dann schaut mal, ob ihr die Top 5 bestimmen könnt. Die 5, die euch besonders am Herzen liegen und die vielleicht auch so zusammen ganz gut so in sich schon so wie so ein harmonisches Ganzes bilden und die anderen, die sind damit so auch verbunden, verknüpft. Die Qualitäten, die sind ja alle miteinander irgendwie verwoben und verbunden, nicht? Aber schaut mal, welche denn für euch persönlich so im Zentrum stehen und ob es jetzt 3 sind, 4 sind oder 5 sind, spielt da auch keine Rolle. Oder vielleicht gibt es auch wirklich eine, wo ihr das Gefühl habt, boah, das ist es genau. Das ist, worauf es ankommt. Und schaut auch nochmal, ob ihr wirklich keine Projekte aufgeschrieben habt, sondern Qualitäten. Ich gebe euch noch ein einfaches Beispiel. Erwachen ist ein Projekt, okay? Wache Präsenz ist eine Qualität. Ja? So, dass ihr so nochmal schaut, dass ihr da noch näher ans Erleben rankommt im Beschreiben dessen, was euch wirklich ein Anliegen ist. Ganz schön ist es auch, mit Adjektiven und Adverben zu arbeiten. Zum Beispiel liebevoll ist oft noch ausdrucksstärker als Liebe. Ja, so, wenn ihr da ein bisschen schaut, dass es so richtig zu spüren ist. Ihr könnt auch Bilder natürlich benutzen, die das illustrieren, aber so, dass es richtig fühlbar wird, was da los ist. Und wenn ihr soweit fertig seid, dann legt die Blätter, die Notizblöcke auf den Boden. Es hat noch einen Moment Zeit für die, die noch schreiben möchten. Es ist jetzt nur für mich ein Zeichen, dass ich weiß, wann die meisten von euch fertig sind. Und jetzt möchte ich euch einladen, auf eine Person in der Gruppe hier zuzugehen und euch eine halbe Stunde miteinander auszutauschen. Die Zettelchen, die bleiben schön drin. Ihr könnt sie vielleicht auch selber anschauen, aber es geht darum, sich auszutauschen. Ich erkläre euch mal,
wie ich mir das vorstelle, das würde, jeder hätte so hätte eine Viertelstunde, aber das kann auch im Austausch passieren. Es muss nicht eine Viertelstunde nur beim einen, eine Viertelstunde beim anderen. Das kann eine gute Art und Weise zu sein. Und zwar, die zuhörende Person ist wie so eine Hebamme. Ja, wie eine Geburtshelferin, die der anderen Person hilft, auszudrücken, was ihr wichtig im Leben. Ganz einfühlsam, verständnisvoll. Viele von euch dürften mit solchen Prozessen sehr vertraut sein, aber nicht unbedingt jeder. Und es geht darum, dass wir bereits, während wir zuhören, versuchen, uns an die Qualitäten zu erinnern, die wir leben möchten. Dass wir das Zuhören schon so machen, dass wir, während wir zuhören und unterstützen durch Nachfragen, durch Wiederholen, durch ja helfen der anderen Person sich aus, und dass wir da schon auch mit unseren Qualitäten verbunden sind. Und dann tauschen wir, dann spricht die andere Person, beziehungsweise dann sprechen wir, und die andere Person ist dann die Geburtshelferin. Man hilft uns und wir lassen uns auch helfen, sodass wir dann beide zum Abschluss das Gefühl haben, wir können, wir verstehen, das ist bei uns im Herzen angekommen, was das Herzensanliegen der anderen Person ist. Was zu privat ist, lasst ihr einfach weg. Okay? Da gibt es ja Bereiche, die müssen nicht unbedingt angesprochen werden. Aber es gibt genug, wo wir uns so ähnlich sind und so viel Gemeinsames haben, dass wir gar keine Scheu zu haben brauchen, das anzusprechen. Und wenn ihr Scheu spürt, dann sprecht die Scheu an. Okay? Dann sprecht einfach euer Erleben an, wie ich mich jetzt gerade fühle mit dieser unbequemen Aufgabe. Und okay. Wir nehmen uns eine halbe Stunde Zeit für den Austausch und wir hängen noch eine Viertelstunde Pause dran. Wir treffen uns um 11 Uhr wieder. Okay, die gibt also eine Viertelstunde für jeden. Viertelstunde für jeden und eine Viertelstunde Pause. Richtet euch so ein. Das bedeutet aber, dass wir genug Zeit haben, zum Beispiel den Austausch in der Sonne machen zu können, ein bisschen rauszugehen. Das ist halbe Stunde, ist Teil des Seminars, und eine Viertelstunde ist die Pause, die ihr vielleicht auch braucht, um einfach mal was anderes zu machen. Könnt ihr euch das so einteilen? Ja? Okay, gut. Um 11.11 geht's weiter. 9:15 haben wir jetzt. Wenn ihr euch jetzt eine Person ausguckt, wer von euch schon so ein bisschen Mut hat, geht ruhig auf jemanden zu, den ihr noch nicht so gut kennt. Das ist nämlich ganz toll, jemanden zu entdecken auf diese Art und Weise. Und ich nehme die Person, die übrig bleibt. Ich hoffe, ihr habt die Pause und den Austausch genossen. Ja, war schön, mal draußen zu sein auch und auch einfach miteinander sich so austauschen zu können. Was ich gerne möchte, das hat sich einfach so bewährt, ist, dass wir jetzt gar nicht einen langen Austausch über die Inhalte machen, sondern wie so ein Feuerwerk. Wisst ihr, dass wir die Qualitäten, die uns am Herzen liegen, so einer nach dem anderen in den Raum reinrufen, so dass wir sie alle hören können. Wenn sie zu leise gesagt haben, dann wiederhole ich sie vielleicht nochmal für die Aufnahme, aber dass wir so einen Eindruck bekommen, was für eine Vielfalt von Qualitäten mitschwingt in unseren Herzensanliegen. Und es kann ja auch sein, dass jemand etwas ausdrückt, was wir sagen, hey Mensch, das war's. Genau, das stimmt auch für mich. Und eine Erfahrung ist auch, die ich dabei mache, dass ich eigentlich mit allem mitschwingen kann, was einzelne von euch reinbringen, und dass das mein Herz weiter öffnet und anregt, zu hören, was euch ein Anliegen ist. Und die Abmachung ist, Qualitäten, die schon genannt wurden, nicht nochmal zu nennen. Okay? Geht vorher noch eine Frage. Eine Frage? Ja. Und zwar, wir fanden es sehr, sehr hilfreich, die Unterscheidung, die wir getroffen haben, Projekt und Zustand. Ja. Kamen dann auch die Frage. Und Qualität, nicht Zustand. Ja, Qualität und Projekt. Und da kamen wir dann auf die Frage, und da sagten wir, ist Erleuchtung eine Qualität oder ein Projekt? Ein Projekt. Ein Projekt heißt er sagt Projekt, ja. Thank you.
Also Sie auch. Ich habe mich jetzt noch da hinten umgekehrt. Meinen Chef habe ich ja noch keinen gesehen bis jetzt. Erleuchtung ist ein Projekt. Und dann ist es, genau darum geht es nämlich, dass wir dieses abstrakte Projekt Erleuchtung erwachen, mit gefühlten Qualitäten füllen und uns in Beziehung setzen dazu, wie unser eigenes Erwachen aussehen könnte und nicht nur aussehen, sondern sich anfühlen würde. Das gibt uns eine echte Zuflucht, eine innere Ausrichtung, das ist ja, worum es geht in der Zuflucht, eine klare Ausrichtung auf erahnte, gefühlte Qualitäten und nicht irgendein abstraktes Projekt, was uns außerdem noch jemand anders eingeredet hat. Ja, wir würden es ja nicht Erleuchtung nennen, wenn wir den Begriff nicht irgendwo aufgeschnappt hätten und dann denken, das ist das Summum Bonum, ne, das höchste Gut der Buddhisten und da muss es ja wohl lang gehen. Aber Erleuchtung, und das ist die Erfahrung, wird nur die ersten 5 Jahre inspirieren. Und danach muss was Konkretes her. Es geht um ganz konkrete Qualitäten in Beziehungen, in Freundschaften, mit mir selber, wie meine Praxis mir gut tut. Die Erleuchtung, die kann mir gestohlen bleiben. Ich möchte jetzt und hier eine Entwicklung wahrnehmen können, wo mein Herz aufgeht und mein Geist entspannter wird und ich in der Lage bin, mit Herausforderungen besser umzugehen. Und die Ausrichtung auf die Erleuchtung ist gut, aber sie muss mit Inhalt gefüllt werden. Und dieser Inhalt ist jetzt nicht ein angelernter Inhalt, wo ich so studiere, was hat Gampopa über die Erleuchtung gesagt und was hat Karmapa dazu und was hat Nagarjuna gesagt und so weiter. Das kann ich euch alles erzählen. Und die Arbeit, die ich mit euch mache, ist das Destillat davon. Ist das Destillat und zwar hineingeholt in unser Leben. Wie fühlt sich ein Weg, der sich so ausrichtet auf unsere völlige Heilung, auf unser völliges Erwachen, wie fühlt sich dieser Weg mit Sinn jetzt in jedem Moment? Wie kann ich so ausgerichtet leben, ohne ins Wollen, ins Greifen zu kommen, wie es gestern angesprochen wurde? Ausgerichtet bleiben und was gibt mir da die Motivation? Die größte Motivation, die kommt aus der Freude. Kommt aus einem herzgefüllten Interesse, einem und aus dem Vertrauen, aus der Erfahrung, dass es wirklich mir und anderen gut tut. Wenn diese Erfahrung sich einstellt, dann ist das Vertrauen so stark in diese Qualitäten, dass es mir nie an Motivation mangelt. Die Motivation, da brauche ich gar nicht drüber nachzudenken. Die Motivation ist immer da, weil ich hier spüre, wie gut das tut. Und eine Freude habe, über jeden Moment genau das zu leben. Deswegen, Franz, diese klare Antwort, Erleuchtung ist ein Projekt und ist eigentlich, ja, ist ein schönes Projekt, aber viel zu abstrakt für uns. Und wir haben das Gefühl, Erleuchtung wäre ganz woanders, als wir uns gerade befinden. Und deswegen habe ich schon mal Erleuchtung, den Begriff eigentlich so quasi ausgebotet, weil das ist ein europäischer Begriff, Illumination und so weiter. Das ist eigentlich kein Dharma-Begriff. Das Wort Erleuchtung trifft den Sinn nicht von dem, was Bodhi ist. Ihr wisst, dass Bodhi das Erwachen ist. Und das Bild ist, aus dem Schlaf auszuwachen. Das ist derselbe Ausdruck wie das Erwachen. Das ist ein Erwachen zu dem, wie die Dinge wirklich sind. Und dazu gehört auch ein Erwachen zu dem, wie wir wirklich sind. Und dafür müssen wir eine Ahnung entwickeln. Und die haben wir in uns. Die Ahnung, die habe ich euch jetzt gerade so ein bisschen geholfen, so zu benennen. Und das war auch wichtig, dass die voreinander noch, miteinander noch so auszudrücken. Ihr wisst ja, das ist ein Prozess des Verankerns, wenn wir das ausdrücken, was wir so spüren. Das verankert das noch tiefer. Und jetzt, was wir machen, dieses kleine Feuerwerk, was auch nicht länger als 10 Minuten gehen soll, ist nochmal das zu öffnen aus der Zweierbeziehung, in der wir das ausgetauscht haben, in ein Gruppenerlebnis und ermöglicht uns natürlich auch zu fühlen, wie wir alle auf einem sehr ähnlichen Weg unterwegs sind, obwohl wir es individuell doch sehr unterschiedlich auch benennen mögen. Okay? Wollen wir anfangen? Seid ihr bereit?
die Zeit zwischen einer Bemerkung, die gesagt wurde, und der nächsten, die könnte so ungefähr ein Ausatem oder ein Einatem sein. Ja, so ungefähr, dass wir das zu uns nehmen, was gerade gesagt wurde, und dann dem nächsten zuhören können. Also, fangen wir mal an. Was poppt ab? Behutsames Einfühlen. Behutsames Einfühlen. Respekt. Respekt. Wandlungsfähigkeit. Vertrauen. Auf die Weisheit des Herzens hören. Teil. Mitgefühl. Wertschätzung. Selbstvergessenheit. Selbstvergessenheit. Mhm. Ehrlichkeit. Weich. Weich. Mhm. Mut. Ihr atmet ganz schön schnell. In aller Demut, aber ich komme kaum hinterher. Verantwortlich. Verbunden. Herzlich. Schelmisch. Authentisch. Fliegen. Im Fluss sein. Im Fluss sein. Wahrnehmung. Entspannt sein. Intuition. Danke. Und jetzt Vorhang runter, Vorhang auf. Jetzt schenken wir uns noch ein paar Bilder. Also zum Beispiel wie eine Großmutter. Ja, das ist ein Bild. Wie und dann, ja, dass wir anhand der Bilder das noch spüren können. Ein paar Bilder, das tut einfach so gut, diese Bilder zu hören. Habt ihr Bilder? Wie ein Fisch. Wie ein Hund, der sich freut, wenn es hier kommt. Wie eine junge Schildkröte, die ins. Wie ein Herz, das geborgen ist in einem Kreis, der immer grün. Wie ein Pinguin geht. Wie ein Gras, das sich biegen kann, ohne zu. Wie Till Eulenspiegel. Wie Ehren im Wind. Wie Ähren im Wind. Mhm. Ein Stern, der wohlwollend vom Himmel schaut. Wie das Einhorn, wenn es genau kommt, wenn man es braucht. Wie die ersten Triebe auf verbrannter Erde. Mhm. Wenn ich mal gehe, mich freuen auf das Leben auf Wolke 7. Wie eine Blume in der. Wie ein Farbtropfen auf einer nassen Oberfläche. Danke. Danke, danke. Wenn solche Bilder ausgedrückt werden, da spüren wir in uns als Zuhörende, wie das Ahnen anspringt. Wir ahnen uns hinein, wir fühlen uns hinein in das, was dieses Bild vermutlich ausdrückt. Vielleicht für den anderen, aber für uns. Und diese ahnende Fähigkeit ist etwas vom Wesentlichsten auf dem Dharma-Weg. So, wir erahnen unsere eigene Gesundung. Wir erahnen unser Erwachen. Wir erahnen die Qualitäten, die in uns schlummern, die in jedem von uns schlummern. Und es entstehen Bilder für unsere Heilung, für unser Erwachen, für unser
einfaches So-Sein, wie wir sein könnten. Und dieses Ahnen hat natürlich was mit Intuition zu tun, klar, aber es ist auf Erfahrung gebaut. Ein Ahnen beruht auf Erfahrung. Und diese ahnende Kraft, die stimulieren wir verstärkt, wenn wir uns innerlich ausrichten mit unserem Kompass. Dieses Ausrichten, das Justieren des Kompasses, also unserer inneren Lebensorientierung, beruht nicht so sehr auf Wissen und Wollen, sondern auf einem Ahnen und Vertrauen und da auch dann schon ein Wissen von dem, was wirklich gut tut, uns selbst und anderen. Und damit hätten wir den ersten Schritt, das Innehalten, eigentlich abgeschlossen. Okay? Was wir tun, ihr kennt ja viele Methoden, um innezuhalten. Der Gong. Hm? Heute hat er gar nichts gemacht. Ist Wochenende, ne? Stumm. Es gibt so viele Möglichkeiten, innezuhalten. Die könnt ihr von allen Lehrern übernehmen, lernen, was auch immer, selber erfinden. Es geht darum, innezuhalten. Ja, und dann was? Zu spüren und zu ahnen, wie es anders sein könnte. Zu ahnen, was jetzt gut tun will. Und es dann auszuprobieren. Damit gehen wir in den nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist dann das Anwenden der Heilmittel, das Ausprobieren von dem, wo uns unser Kompass hinweist. Wir haben eine Ahnung, was mir gut tun könnte. Ich bin vorher meiner Ahnung gefolgt, das ist eins war nicht schwer. Ich habe geahnt, dass es gut tun würde, da in die Sonne rauszugehen. Ja, das ist ganz Einfaches. Wir ahnen in einer konfliktbeladenen Situation vielleicht, dass es gut wäre, den Raum zu verlassen. Oder wir ahnen, dass es gut wäre, den Klang der Stimme etwas zu verändern. Aus dem Gereizten sacken zu lassen und wieder vom Bauch her zu sprechen. Wir ahnen, dass es mir gut tun würde, eine Weile still zu sein. Ich lade den anderen vielleicht ein, du sprich du mal weiter, ich höre jetzt einfach mal nur zu. Oder wir ahnen, dass es gut tun würde, dass der andere die Klappe hält und mir mal endlich zuhört. Und dann sagen wir, du, geht das? Kannst du einfach mal jetzt gerade mir zuhören, dass ich das mal so am Stück ausdrücken kann, auch wenn es dann 5 Minuten geht. So, dann ahnen wir das und dann setzen wir das um, so gut wie wir können. Wir erahnen, welche Art des Umsetzens die größte Chance auf Erfolg hat. Und wir folgen dieser Ahnung, wir folgen dieser Lebenserfahrung, die besagt, die uns sagt, wenn du es so anstellst, hast du die größte Möglichkeit, deinen Herzenswunsch, dein Herzensanliegen auch in dieser Situation zu leben und umzusetzen. Der Moment des Innehaltens hat uns mit dem Herzenswunsch, dem eigentlichen Anliegen verbunden. Und dann geht es darum, zu spüren, die Ahnung weiter zu nutzen. Und was könnte jetzt hilfreich sein? Macht doch Sinn, oder? Das ist, was auf der innersten Ebene passiert. Das andere ist Technik, das ist Methodik. Aber was wir dann wirklich tun, das ist für jeden so anders. Sehr ähnlich und doch anders. Und sich damit zu verbinden. Und dann merken wir, ja, ich bin auf meinem ganz persönlichen Weg. Und genau darum geht es. Zum Beispiel in einer Partnerschaft. Ich möchte nicht, dass unsere Ehe, unsere Partnerschaft darüber zerbricht. Ich möchte wirklich, dass wir auch da durchsteuern. Und wie schaffe ich das jetzt konkret? Wie geht das? Wie kann ich, und dann verbinde ich mich mit meiner Motivation, nicht nur mich selbst zu schützen und Recht zu haben, sondern wie gehe ich da durch? Wie mache ich das? Spüre und taste mich vor und kann auch meine Unsicherheit ausdrücken. Ich weiß gerade nicht, wie es weiter, kann ich laut sagen. Ich bin am Suchen und komm, lass uns doch gemeinsam schauen. Es kommt eine andere Kraft ins Spiel, weil wir innegehalten haben und uns mit dem eigentlichen Anliegen verbunden haben. Das kann aber genauso gut auch ein Einstellungsgespräch sein. Wir sind vielleicht in der Situation, dass wir jemanden einstellen und es geht irgendwie schief, der fühlt sich kritisiert oder ausgefallen, was machen wir nochmal einen neuen Start. Und in dem Moment verbinden wir uns. Oder in der Schule Kinder, die irgendwie plötzlich sehr defensiv reagieren oder aggressiv, unruhig werden. Okay, runterfahren. Was brauchen wir jetzt? Die Ahnung. Nachfragen.
Und dann gehen wir auf die Situation neu ein. Und jetzt kommen wir dann zu diesem zweiten Bereich, nämlich die Heilmittel. Gibt's verschiedene Heilmittel. Es gibt die Klassiker und es gibt die spontan in der Situation entstehenden Heilmittel. Spontan in der Situation entstehend ist, dass ich zum Beispiel erstmal, ich will die Pause mal ausdehnen, ich trinke mal was. Ich merke plötzlich, ich habe Durst in diesem Innehalten, ich habe richtig Durst, weil ist mein Adrenalin auch schon so angeregt, dass ich wirklich eine trockene Zunge kriege. Und ich trinke erstmal was und währenddessen schaue ich, was es weiter braucht. Oder ich gehe raus oder ich gehe mal kurz auf die Toilette und habe dadurch einen momentanen Sinnwechsel und kann mich dann noch weiter besinnen. Und das alles sind aber schon kleine Schritte in das, was mir gut tut. Und ich könnte jetzt mit den Klassikern kommen, so typische Dharma-Methoden. Aber zuerst mal muss angesprochen sein, dass ihr eigentlich die kompetentesten seid, um zu wissen, was euch in einer gegebenen Situation gut tut. Das wissen nicht die Lehrer und Lehrerinnen von außen. Und dann hat man so ein Schema, mit dem man in die Situation reingeht, sondern da, was tut mir jetzt wirklich gut? Zum Beispiel ein Klassiker im tibetischen Buddhismus ist sofort Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Man verbindet sich mit dem Buddha des Mitgefühls, des erwachten, weisen Mitgefühls und kommt damit mit seinem eigenen mitfühlenden, liebevollen Potenzial wieder in Berührung, stellt sich selbst als Chinresi, als Avalokiteshvara vor, aber auch unser Gegenüber und alle anderen Beteiligten und kommt dadurch auf eine andere Schwingungsebene. Das ist ein Heilmittel, was wir direkt einsetzen können, was dann in Schritt 3 führt zu einer Veränderung der Sichtweise. Wir können aber auch einfach einen anderen Klassiker einsetzen, Atemmeditation. Auf den Atem achten. Einfach mal die Aufmerksamkeit aus der Emotion rausziehen und beim Atem bleiben. Und den Körper spüren. Wie fühlt es sich jetzt gerade im Körper? Ich möchte mit euch jetzt eine Übung machen, eine Methode, eine universell anwendbare Methode, die ich den Herzensatem getauft habe. Das ist eine, was anderswo auch als Tonglen gelehrt wird, aber schon ein bisschen anders. Tonglen, geben und nehmen, habt ihr schon gehört wahrscheinlich, hat sich schon sehr weit verbreitet. Dabei geht es um einen Herzensatem. Es geht um ein Atmen, das vom Herzen kommt. Wenn ich einatme, öffne ich mich für das, was ist. Ich ausatme, lasse ich fließen, das, was ist. Einfließendes sich öffnen und ausfließendes sich öffnen. Der Atem ist eine wunderbare Brücke, um mit dem Fließen in Berührung, mit dem Wandel. Und ich möchte euch jetzt anleiten da drin. Das waren einfach noch so ein paar einführende Worte. Und ich glaube, alles andere bringe ich dann mit rein, während wir schon die Übung machen. Dann kommt es zu einem direkten Erleben. Ich hoffe, die Haltung, die ihr jetzt einnehmt, ist eine, die euch richtig gut tut. Keine anstrengende Haltung einnehmen. Wir brauchen jetzt eine Körperhaltung, in der wir uns innerlich wie zurücklehnen können, in der wir alles abgeben können und keine Mühe mehr aufwenden. Keine Mühe mehr aufwenden, den Körper halten zu müssen. Es gibt genug Stühle, nehmt euch einfach ein. Atem tun wir ja sowieso. Spürt ihr ihn schon, euren Atem? Wie fühlt es sich an, einzuatmen? Wie fühlt sich dann das Ausatmen an? Wie fühlt es sich innerlich an, einzuatmen? Wie fühlt es sich innerlich an, auszuatmen? Mit welchem Gefühl atme ich gerade ein? Mit welchem Gefühl atme ich gerade aus? Ich
Fühlt es sich genau gleich an oder ist da ein kleiner Unterschied? Ist da ein bisschen was anders zwischen Ein- und Ausatmen? Beim Einatmen, da weitet sich ja etwas in uns. Der Brustkorb weitet sich. Und da ist vielleicht das Gefühl von etwas Frischem, was einströmt. Beim Ausatmen, da erleben wir vielleicht, wie sich der Brustkorb wieder entspannt, wie etwas nicht mehr ganz so Frisches uns rechtzeitig verlässt. Es kann sein, dass beim Einatmen eine gewisse Freude oder eine Dankbarkeit zu spüren ist für den frischen Atem, der einströmt. Es kann aber auch sein, dass wir spüren, dass es gerade nicht so einfach ist, mich zu öffnen und einen tiefen Atemzug zu nehmen. Es kann doch sehr unterschiedlich sein, was wir beim Einatmen spüren. Und beim Ausatmen kann es sein, dass ich ganz froh bin, auszuatmen. Aber das kann so sein, dass ich gar nicht so glücklich bin auszuatmen, dass es eher schwerfällt, da so ganz loszulassen. Welche Gefühle auch immer da sind mit dem Einatmen, verbinden wir das Annehmen. Annehmen von dem, was ist. Mit dem Ausatmen verbinden wir das Lassen. Es so lassen, wie es ist. Und mit dem nächsten Einatmen ist wieder etwas Neues. Es ist wieder frisch. Wir spüren wieder neu und frisch hin, wie es ist, jetzt zu sein. In tiefem Annehmen. Mit dem Ausatmen im tiefen Lassen, freigeben, es weiterziehen lassen, weiterfließen lassen. Vielleicht sind wir am Scheitelpunkt des Einatmens manchmal versucht, ihn anhalten zu wollen, weil es so gut tut, und dann geben wir wieder nach und lassen es fließen. Gar nicht erst festhalten, einfach fließen lassen. Wenn sich unser Oberkörper so weitet und uns der Atem innerlich massiert, dann spüren wir das vielleicht bis hinauf in die Halswirbelsäule, in den Kopfansatz, und hinunter bis ins Becken, ja sogar in die Oberschenkel, in die Beine. Ich lade euch ein, das etwas zu beobachten, wie die Atembewegung, wie so eine kleine innere Massage sind, die ständig stattfindet. Und ich ermutige euch, in den Schultern, im Nacken und im Becken, den Hüften nachzugeben, in Bewegung zu geraten, durch das Atmen. Die ganze Wirbelsäule verändert sich mit jedem Atemzug. All die feinen Muskelchen zwischen den Rippen, die Rückenmuskeln, die Verbindung zum Beckenraum, die Nackenmuskeln, die Schultermuskeln, all das schwingt mit und kommt in Bewegung. Vielleicht merkt ihr ja, wie der Bereich zwischen den Schulterblättern
bewegt wird. Lasst es einfach zu. Vielleicht spürt ihr sogar die Zwerchfellbewegung, die dazu führt, dass der Brustraum größer wird und der Bauch so ein bisschen rauskommt beim Einatmen und dann wieder zurückfließt beim Ausatmen. Und so wird auch der Bauchraum massiert durch den Atem. Und jetzt lade ich euch ein, mit einem Bild zu arbeiten, dass ihr innerlich die Wellen spürt, wie Wellen, als wären wir das Seeufer, das Kommen und Gehen der Wellen. Und ganz weich machen wir uns dafür, dass die Wellen uns auch bewegen dürfen. Können. Spürt ihr dieses innere Erleben tatsächlich diesem Bild entspricht, wie ein Meer zu sein, wie ein See mit leichten Wellen? Und wie das Anschwellen vom Abschwellen gefolgt sein muss, das Anfluten vom Abfluten, das Einatmen vom Ausatmen. Es gehört einfach zusammen. Obwohl es so schön ist, kommen wir jetzt schon zum Ende dieser ersten Übung. Und ich lade euch jetzt ein, langsam die Augen zu öffnen und verbunden zu bleiben mit den Wellen in uns. Mit dem Ein- und Ausatmen. So allmählich kennen wir uns ja schon, vom Anblick zumindest. Und da können wir uns auch wagen, mal ein bisschen umzuschauen und verbunden zu bleiben. Mit diesem fühlenden Atem. Wir werden gleich in die Mittagspause gehen, in der wir erstmal Zeit zum Ausruhen haben und dann kommt das Essen. Aber ein paar Worte möchte ich noch sagen, um diese Übung abzuschließen. Ihr wundert euch vielleicht, wie wir das so angegangen sind. So steht es ja nicht ganz in den Lehrbüchern. Wir haben eine ganz einfache Übung gemacht, die man normalerweise Tonglen mit sich selbst nennen würde. Also dieses Geben und Nehmen, Annehmen und Unterstützen von uns selbst. Aber wir haben das überhaupt nicht thematisiert. Wir waren nur dabei zu spüren, wie es ist. Und das ist die beste Möglichkeit, um uns selbst auch gar nicht zu manipulieren. Um einfach nur im Spüren sein. Denn die Atemqualitäten haben in sich bereits etwas Heilsames. Wir brauchen gar nichts dazu zu tun. Wir können vom Atem lernen, indem wir ihn zulassen. Alles, was wir da jetzt gespürt haben, werden wir dann übertragen auf das Annehmen von emotionalen Wellen. Ob die von uns ausgehen oder von anderen, ist dabei ganz unwichtig. Ganz annehmen, spüren und fließen lassen. Das ist alles schon drin, in der Atembewegung. Und der Atem, so wie er ist, der ist ja ohnehin mit unserem Fühlen verbunden. Wir können ja gar nicht ärgerlich sein, ohne einen ärgerlichen Atem zu haben. Wir können nicht liebevoll sein, ohne einen liebevollen Atem zu haben. Das ist immer zusammen. Wenn wir also den Atem spüren und annehmen, so wie er ist,
so wie es halt stattfindet, sind wir schon dabei, uns selbst anzunehmen, ohne uns irgendwie sagen zu müssen, ich nehme mich jetzt mit meiner Wut an. Das können wir obendrein noch machen, das können wir zusätzlich machen. Aber es reicht, einfach mal so zu atmen, wie es gerade halt ist und da hineinzufühlen. Und es fließen zu lassen. Und damit passiert etwas, dass wir bei vollem Gewahrsein wieder ins Fließen kommen. Weil wir uns mit etwas Fließendem verbunden haben. Es liegt halt in der Natur der Dinge. Das passiert dann einfach. Und ins Fließen zu kommen, ist ja das Beste, was uns passieren kann, wenn wir gerade in der Emotion feststecken. Ohne zu verdrängen, ohne etwas anderes zu erzeugen, ins Gewahrsein finden. Gewahrsein von dem, was ist, mit all den Qualitäten, die da spürbar werden, ob der Einatmen unangenehm oder angenehm ist, ob das Ausatmen unangenehm oder angenehm ist, spielt gar keine Rolle. Genau das nehmen wir wahr. Anflutende Welle, abflutende Welle, anflutende Welle, abflutende Welle. Und das Wichtige ist, jedes Mal neu. Jede Welle ist wieder ein bisschen anders. Der jetzige Einatmen ist schon wieder anders als der vorherige Einatmen. Und das ist sowas Wunderbares. Wenn wir gewahr sind, nehmen wir diese feinen Unterschiede wahr und unsere festsitzende Emotion beginnt sich zu entwickeln, aus dem Knoten zu lösen. Das liegt in der Natur der Dinge. Jetzt haben wir natürlich leider keine Emotionen, keine starken. Aber vielleicht gibt es dazu ja noch Gelegenheit. So, mit diesen abschließenden, beschreibenden Worten wollte ich euch einfach in die Mittagspause entlassen und stimulieren, in der Mittagspause weiter zu üben. Weiter atmen. Ja. Und einfach zu fühlen, wie es ist, ohne irgendeine spezielle spirituelle Praxis dem noch aufzudrücken, sondern der Atem selbst ist unsere Lehrerin. Einfach bewusst zu bleiben, die sich verändernden Qualitäten des Atems wahrzunehmen, anzunehmen und zu lassen. Annehmen. Und dieses feine Gespür weiterzuentwickeln, nichts ist kostbarer als dieses feine Spüren können, dieses feine Ahnen, dieses fast wie eine Intuition, wie es mir geht. Die meisten Menschen, wenn wir die fragen, vielleicht gehören wir ja auch dazu, wie geht's dir? Wir müssen erstmal überlegen, spüren und kommen damit zu allgemeinen Dingen, wie es im Leben geht. Aber jetzt gerade, da brauchen wir fast eine Intuition für uns selbst. So wenig sind wir oft im Gefühl mit uns selbst, dass wir gar nicht so genau spüren, wie es gerade ist. Lasst uns doch die Mittagspause nutzen, um möglichst viel zu spüren, mit welchem Gefühl, mit welchem Erleben wir so durch die Mittagspause fließen. Und dann treffen wir uns um 2 Uhr hier wieder.